Hi zusammen, Pete hier von Oakley. Wir sind im Alpbachtal auf dem Shops First Try. Und heute wollen wir euch einfach mal ganz kurz ein bisschen Einblick in die Goggle-Welt geben. Ich habe drei neue Modelle dabei, auf die ich eingehe, die ich euch zeigen kann. Start aber vielleicht mal erst so ganz allgemein. Was ist wichtig an der Goggle? Was braucht ihr oder was sollte die Goggle euch bringen, wenn ihr Snowboarden, Skifahren seid? Im Grunde sind es natürlich Themen wie ein großes Sichtfeld. Das kriegen wir mittlerweile sehr gut hin, weil der Trend eigentlich eher zur großen Goggle geht. Früher waren die Goggles noch ein bisschen kleiner, jetzt wird es immer größer, breiter. Das heißt, Sichtfeld ist ein wichtiger Punkt. Schutz natürlich, Schutz vor Licht, keine Frage. Wir sind in den Bergen, da sind wir höher, näher an der Sonne dran. Also UV-Schutz ist super wichtig, ist generell in allen Gläsern bei uns zu 100% drin. Passform ist auch ein wichtiges Thema, das kriegt man sehr gut gelöst über Schaumstoff. Alle unsere Goggles haben einen dreilagigen Schaumstoff. Innen am Rahmen dran, ist es ein bisschen, ich sag mal, härterer, also gröberer Schaumstoff. Die äußere hier schwarze Schicht ist dann etwas feinporiger und dann noch ein Fließband als dritte Schicht, dass es sehr angenehm und sehr weich auf der Haut ist. Dann kann sich das schön ans Gesicht anpassen, anschmiegen. Schließt gut ab, es zieht nicht rein. Darauf solltet ihr auf jeden Fall achten, wenn ihr euch eine neue Goggle anschafft. Ein Thema, was viele interessieren sollte, könnte der Preis bei Goggles. Der Goggle-Markt ist relativ breit aufgestellt. Ich bekomme Goggles für 20, 30, 40 Euro. Bei uns eher selten. Bei uns geht es so, sagen wir mal, ab 120, 130 los, bis hoch zu 200 Euro. Das sind so unsere teureren Modelle. Woher kommt der Preisunterschied? Im Grunde ein Riesenthema ist einfach die Qualität der Gläser. Da legen wir sehr viel Wert drauf bei Oakley. Das sind generell erstmal alles Polycarbonatgläser, also es sind Kunststoff. In unserem Fall nennen wir das Ganze Plutonite. Das ist unser hauseigenes Polycarbonat. Ist ein patentiertes Verfahren tatsächlich, wie das hergestellt wird. Also ein Polycarbonat, das nochmal speziell aufbereitet wird. Mit dem Hintergrund, dass wir das Glas so rein, also optisch rein wie möglich haben möchten, dass es wirklich gestochen scharfe Sicht ist, wie man so schön sagt. Und der zweite Punkt, warum man das so aufwendig und auch dann letztendlich so teuer macht, ist, dass unser Plutonite extrem stoßfest ist oder bruchsicher, wenn man so möchte. Also darauf solltet ihr auf jeden Fall auch ein bisschen achten oder euch Gedanken drüber machen, wie wichtig euch das Ganze ist. Wenn ihr ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, wie gesagt, bei uns so um die 200 Euro mit einem verspiegelten Glas, kriegt ihr auf jeden Fall ein astreines, wertiges Produkt für klare Sicht. Natürlich super wichtig. Im Schnee immer ein Riesenthema. Wetter kann sich schnell ändern in den Bergen. Ihr wollt einfach klar sehen, ihr wollt den ganzen Tag die Piste wirklich gut erkennen, auch wenn es mal zuzieht. Wo wir dann eigentlich schon fast beim nächsten Thema wären, wir bleiben bei den Gläsern, aber was steckt noch in den Gläsern drin? Bei uns mittlerweile eigentlich auf, ich sag mal, 90% der Goggles, wir haben ein, zwei Modelle ohne, aber 90% der Goggles haben wir Prism-Gläser drin. Prism, eine Technologie von uns entwickelt, über insgesamt 15 Jahre hat es gedauert. Hauseigene Technologie für mehr Kontrast, um es mal in einem Wort zu sagen. Schnee ist immer wieder ein super Beispiel, es zieht zu, die Piste läuft mal in Schatten rein, in den Wald rein, wird immer wieder mal schwer, dann immer noch Pisten, Unebenheiten, Schlaglöcher etc. zu erkennen. Prism setzt genau da an, sind im Grunde, nehmen wir mal so eins, im Grunde geht es darum, dass Prismgläser spezielle Bereiche vom Licht rausfiltern und wiederum andere Bereiche, sprich Wellenlängen, durchlassen. Das Ganze ist jetzt nicht irgendwie random zusammengestellt, sondern es geht wirklich darum, dass man ja lange versucht hat, in diesen 15 Jahren eben mal rauszufinden, wie geht das menschliche Auge mit Licht um. Welche Wellenlängen sind sehr gut fürs Auge zu erkennen und welche Wellenlängen eher nicht. Das ist tatsächlich so, dass unsere Augen für bestimmte Farben sehr empfindlich sind, für andere Farben weniger. Bei Prismgläsern ist es ganz allgemein mal gesagt, immer so, dass dieses eher nicht so gut sichtbare Licht fürs menschliche Auge, das wird so gut wie rausblockiert, rausgefiltert. Und die übrigen Wellenlängen, auf die das Auge sehr gut reagiert, die werden eben ganz speziell durchgelassen durch die Prismgläser.
Und damit helfe ich dem Auge sozusagen. Also ich greife dem Auge tatsächlich ein bisschen unter die Arme, um eben, wie schon gesagt, bessere Kontraste sehen zu können. Vielleicht auch ein super wichtiges, interessantes Thema ist das Thema verspiegelte Gläser. Wenn wir an ein paar Jahre zurückdenken, oder was man auch heute immer noch gerne sieht, sind klassisch orange getönte Gläser ohne wirklich einen Spiegel. Man sieht die Augen durch. Sowas gibt es nach wie vor, sowas macht auch nach wie vor Sinn. Die Frage ist eben nur, bei welchem Wetter. Je heller das Glas, desto besser ist es, wenn es dunkel wird. Das ist, denke ich, logisch. Wozu brauche ich ein verspiegeltes Glas? Das ist vielleicht die wichtigere Frage. Im Grunde geht es darum, ein Spiegel auf dem Glas hält schon mal einen gewissen Teil von direkt einfallendem Sonnenlicht ab. Heißt auf gut Deutsch, ihr seid nicht so stark geblendet. Bei uns hat es verschiedene Farben an Verspiegelungen. Schwarzes Glas, schwarzer Spiegel, sehr, sehr dunkel, macht auf einem Gletscher Sinn oder an wolkenlosen Tagen. Die bunten Spiegel, ich habe jetzt hier einen blauen, Sapphire Iridium heißt es. Hier haben wir zum Beispiel Torch Iridium. Also diese bunten Spiegel sind bei uns die Allround-Gläser. Einfach nicht ganz so stark, wird nicht ganz so viel Licht abgehalten wie bei einem schwarzen Spiegel. Aber generell macht sowas schon immer Sinn, bei eben, wie gesagt, relativ viel Sonnenschein. Wenn es ein sehr bewölkter, sehr nebliger Tag ist, dann möchte man vielleicht doch eher, ich sag mal oldschool, Richtung oranges Glas gehen. Aber auch das hier hat es mit Prism, also unserer Technologie für Superkontrast, das wäre dann eine Lösung für schlechtes Wetter. Also daran vielleicht denken beim Goggle-Kauf, möchte ich nur mit einer Goggle durch den ganzen Winter kommen, dann hilft vielleicht einer unserer bunten Spiegel, das sind unsere Allround-Gläser. Bin ich eh einer, der ein Wechselglas dabei hat oder im Rucksack hat, dann würde ich euch empfehlen, nehmt mindestens einen der bunten Spiegel oder den schwarzen und zusätzlich noch eins der helleren Gläser. In unserem Fall Prism Persimmon oder Prism High Pink. Das sind die beiden ganz hellen Tönungen. Oder ein Prism Rose ohne Spiegel, bisschen stärker getönt. Das wären so die, ich sag mal, Schlechtwettergläser. Vielleicht auch noch eine wichtige Sache ist die Glasform als solche. Ihr seht jetzt an der Goggle, die ich trage, das ist ein sogenanntes zylindrisches Glas, also ich nenne es mal flach. Und die zweite Glasform, die sehr gängig ist, eigentlich bei allen Herstellern, ist ein sogenanntes sphärisches Glas. Also ihr seht schon, das ist auch so nach außen gewölbt, deshalb sphärisch, zylindrisch. Ganz allgemein gesprochen sagt man immer, sphärische Gläser wären die optisch etwas besseren, weil das Licht, der Abstand zur Pupille ist immer oder fast immer der gleiche, während bei einem zylindrischen Glas ist es zwangsläufig eben nicht der Fall, dass der Abstand zum Auge immer der gleiche ist. Deshalb hört man öfters mal, lasst es mich so formulieren, dass ein zylindrisches Glas ein bisschen Verzerrung mitbringt, das sphärische Glas da die bessere Lösung wäre. In unserem Fall kann ich euch sagen, wir stecken da ganz viel Arbeit rein. Es sind alle Gläser optisch korrigiert. Das heißt, auch hier wird nochmal nachgearbeitet. Man kann es machen, indem man das Glas verschieden dick macht im Verlauf. Das heißt, könnt ihr euch komplett nach eurem Geschmack aussuchen, was ihr für eine Goggle nehmt. Bei beiden Glastypen, Glasformen, seid ihr auf jeden Fall frei von Verzerrungen oder irgendwie trüber Sicht oder sonst irgendwas, das euch stören könnte. Ich denke ganz allgemein, immer wichtig ist, Goggle natürlich anprobieren. Schaut bei Intersport Beko vorbei, die haben viele unserer Goggles im Sortiment. Kleiner Tipp vielleicht noch am Ende, bringt den Helm mit, wenn ihr schon einen habt, oder kauft beides zusammen, dass ihr auch wirklich sicher seid, es passt zusammen, es ist kein großer Spalt irgendwie zwischen Helm und Goggle, der euch das Gehirn einfrieren lässt. Es hat natürlich nicht ohne Grund ganz verschiedene Goggle-Formen und Größen. Probiert euch durch, findet für euch die richtige Größe, die richtige Passform, checkt es mit dem Helm und seid da auf jeden Fall auf der sicheren Seite dann. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sagen nochmal schöne Grüße aus dem Alpbachtal und vielleicht sehen wir euch auf dem Schnee mal. Ciao, ciao.